Guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Barbara Preinsack. Ich bin die Leiterin des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Ich leite auch an der Universität Wien eine Forschungsgruppe zu zeitgenössischen Solidaritätsstudien. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich in einer Forschungsplattform, einer neu gegründeten Forschungsplattform zu digitalen Praktiken und der Regulierung digitaler Praktiken. Sie sehen hier noch einige Felder in Blau. Wir werden demnächst Verstärkung bekommen, was uns sehr freut. Ich werde hier in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, einige ethische Aspekte im Kontext digitaler Forschung ansprechen. Und wie von einer Politologin vielleicht nicht anders zu erwarten, wird es nicht nur um diese anwendungsorientierten Fragen gehen, sondern auch um die größeren politischen Fragen. Es gibt nämlich derzeit so etwas, das konstatieren viele Kommentatorinnen und Kommentatoren, es gibt sowas wie eine Ethikblase. Vielleicht ist dieser Kurs auch ein Beispiel dafür, aber das meine ich damit nicht. Das ist natürlich positiv, dass es mehr Aufmerksamkeit für Ethik und ethische Aspekte in der Forschung gibt. Was mit der Ethikblase auch gemeint ist, dass insbesondere viele Unternehmen, Technologiekonzerne jetzt in Ethik investieren. Sie machen großzügige Geldspenden an Institutionen, an Universitäten, um Ethik an Universitäten und anderen Institutionen zu installieren. Und man könnte natürlich sagen, naja, das hat es immer schon gegeben. Es haben ja immer schon Unternehmen mit Forscherinnen und Forschern zusammengearbeitet und ihnen Geld gegeben. Aber es ist doch etwas anders, weil es ja früher sehr häufig um Zusammenarbeit in angewandter Forschung ging, zum Teil auch Förderung von Grundlagenforschung. Aber es ging sozusagen nicht um die Förderung von Ethik. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum das so ist. Und das ist natürlich eine zutiefst politische Frage. Einige Leute sagen, dass diese Ethikblase auch zum Teil deswegen besteht, weil es ein Interesse seitens einiger Akteure und Akteurinnen gibt, sowas wie eine Implementationsethik zu fördern. Was ist damit gemeint? Das ist eine relativ leere Ethik, deren Ziel es ist, einfach Reibungspunkte zu vermindern. Also wie macht man eine Praktik, eine Praxis, wie macht man irgendetwas ethischer, ohne die Bedingungen dieser Praxis und die Annahme dieser Praxis in Frage zu stellen. Zum Beispiel, wie hilft man einer großen sozialen Mediennetzwerk dabei, einen weniger diskriminierenden Algorithmus zu bauen, ohne sich die Frage zu stellen, ob man eigentlich überhaupt so viel Macht für bestimmte Unternehmen möchte, ob die Praktiken, die hier angewandt werden, die Daten, die hier gesammelt werden, überhaupt eigentlich im Sinne einer politischen Ethik legitim sind. Was meine ich mit einer politischen Ethik? Ich meine nicht eine Ethik, die jetzt parteipolitische Präferenzen artikuliert oder eine parteipolitische Ethik in irgendeinem Sinne, sondern ich meine mit einer politischen Ethik eine Ethik, die immer auch die Frage danach stellt, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, wie sich bestimmte Technologien und bestimmte Praktiken auf die Verteilung von Ressourcen auswirken, auf die Verteilung von Macht auswirken und auch auf die Verteilung von Rechten und Pflichten in unserer Gesellschaft, aber auch zwischen unseren Gesellschaften. Also eine politische Ethik in dem Sinn muss natürlich auch eine globale Perspektive und globale Gerechtigkeit im Blick haben. Ein ganz konkretes Beispiel könnte man sagen, man könnte, wenn man eben eine politische Ethik anwendet, könnte man sich die Frage stellen, wenn wir jetzt alle online unterrichten, digital unterrichten, welche neuen Ein- und Ausschlusspraktiken gibt es da? Wer ist jetzt marginalisiert, die vielleicht früher nicht marginalisiert war? Wer ist ausgeschlossen? Wer ist jetzt eingeschlossen? Wer hat Zugang zu Lehrinhalten zum Beispiel, die vorher keine Zugänge hatte? Also es geht sozusagen um diese größeren politischen Fragen. Um jetzt beim Thema zu bleiben, dass auch hier das Fokus, eines der Fokusthemen dieses MOOCs ist, ich gebe Ihnen ein ganz, ganz kurzes Beispiel zum Urheberrecht, ohne ins Detail zu gehen. James Grimmelman, der an der Cornell University lehrt, hat einmal gesagt, wir sollen uns nicht nur fragen, wie wir uns das Urheberrecht vorstellen, sondern auch, wie sich das Urheberrecht uns vorstellt. Was meint er damit? Er meint damit, dass das Urheberrecht bestimmte Annahmen macht, im Großen und Ganzen. Und diese Annahmen sind, dass es Menschen gibt, die kreativ sind, die Ideen haben, die Ideen schaffen,
Und diese Ideen müssen geschützt werden, um Kreativität und Innovation zu fördern. Das ist sozusagen die Annahme, die das Recht, in dem Fall das Urheberrecht, über uns macht. Und da gibt es jetzt immer mehr Forscherinnen und Forscher, auch aus der empirischen Forschung, die sagen, na, es ist eigentlich in der letzten Zeit sehr häufig nicht mehr so, dass die Welt jetzt aus Menschen besteht, die einfach kreativ sein wollen, innovativ sein wollen und geschützt werden müssen durch das Recht, sondern es gibt immer mehr Praktiken, gerade im Urheberrecht, die einfach einer bestimmten Rentenökonomie dienen. Was bedeutet das? Das hat nichts mit Pensionistinnen und Pensionisten oder älteren Menschen zu tun, sondern eine Rentenökonomie ist ein Wirtschaftssystem, das darauf beruht, nicht auf den produktiven Einsatz von Faktoren, sondern dadurch, dass man auf bestimmte Errungenschaften, auf Wohnungseigentum, aber auch aus Urheberrechten erwachsende Erträge erzielt. Und da wird sehr häufig argumentiert, ist das eigentlich innovationsschädigend. Und nicht nur das, sondern es vergrößert soziale Ungerechtigkeiten und es führt auch dazu, dass wenig Investitionen in die reale Ökonomie getätigt werden. Also ich möchte jetzt natürlich nicht suggerieren, dass das Urheberrecht auf diese Probleme zu reduzieren ist oder ethische Fragen auf diese Probleme zu reduzieren sind, aber diese Fragen zur politischen Ökonomie muss eine politische Ethik auch stellen. Kurz jetzt noch zu digitalen Daten im Allgemeinen, weil wir uns damit ja auch hier beschäftigen. Hier gibt es natürlich schon sehr, sehr lange eine Ethik, die versucht, die Autonomie der sogenannten Datensubjekte, also der Bürgerinnen und Bürger, die ihre Daten hergeben, freiwillig oder nicht, zu schützen. Und bisher haben diese Modelle sich sehr stark darauf konzentriert, individuelle Rechte zu stärken. Das ist bei der Datenschutzgrundverordnung der Fall. Die gibt mir als individuellem Subjekt, also als Bürgerin, mehr Rechte über die Kontrolle meiner eigenen Daten. Ein anderes Beispiel aus der medizinischen Forschung, aus der Gesundheitsforschung, ist die dynamische Einwilligung, die meine Kollegin Jane Kay in Oxford mit Kolleginnen und Kollegen entwickelt hat. Also diese Instrumente sind wunderbar und wichtig, sie stärken individuelle Kontrolle. Aber das ist natürlich auch nicht genug. Der Nachteil neben den vielen Vorteilen, die individuelle Kontrolle hat, der Fokus auf das Stärken individueller Kontrolle, ist, dass auch unser Verhältnis, das Verhältnis zwischen Datensubjekt und Datennutzern der Organisation individualisiert wird. Was bedeutet das? Wenn Sie jeden Tag gefragt werden, 27 Mal oder 27.000 Mal, ob Sie irgendwo zustimmen, werden Sie nicht nur irgendwann nicht mehr hinschauen, sondern einfach Ja klicken, sondern Sie sind eigentlich auch in Ihrer Ausverhandlung dessen, was recht und ethisch ist, alleine mit der Organisation. Wenn man allerdings mehr auf kollektive Kontrollrechte, auf kollektive Kontrolle, auf kollektives Eigentum auch setzt, gerade in der digitalen Ökonomie, bei digitalen Daten, dann stellt man plötzlich andere Fragen. Dann geht es darum, wollen wir als Universität bestimmte Praktiken tolerieren? Wollen wir die haben hier bei uns? Wollen wir als Land, als Gesellschaft bestimmte Dinge zulassen, die so problematisch sind, dass sie eigentlich von uns allen als grob unethisch gesehen werden? Es gibt derzeit häufig die Tendenz, dann so die Hände hochzuwerfen und zu sagen, man kann irgendwie nichts tun, man kann nur im Kleinen sozusagen den Datenschutz verbessern, aber wir brauchen noch mehr Aufmerksamkeit für diese größeren politischen Fragen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie wir in unserer Forschungsgruppe versuchen, das anzugehen, damit Sie auch sehen, dass es nicht nur Kritik ist, sondern wir versuchen hier positive Lösungen zu entwickeln. Wir haben dieses Instrument, auf Englisch nennen wir es Harm Mitigation Bodies, entwickelt, also eigentlich Schadenslinderungsfonds, die jenen Menschen beiseite stehen, die von Datennutzung zu Schaden kamen, häufig ohne, dass ein Recht verletzt wurde. Wenn ein Recht verletzt wurde, dann gibt es ja auch die Instrumente des Rechts, deren man sich habhaft machen kann und deren man sich bedienen kann. Viele Menschen haben aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang dazu, weil es zu umständlich, zu teuer ist, aber auch, weil man vielleicht zu Schaden kommt, ohne dass ein Recht verletzt wurde. Wie meine amerikanische Kollegin Mary Ebeling beschrieben hat, kann das zum Beispiel sein, wenn in ihrem Fall eine Ärztin Daten weitergibt und sie dann von Firmen Zusendungen bekommt,
die sie durchaus verletzen können, weil es in ihrem Fall darum ging, dass die Schwangerschaft, zu der hier gratuliert wurde, gar nicht mehr existierte. Hier ist es sehr schwierig nachzuweisen, wer hier sozusagen kausal für den Schaden war. Und für diese Fälle glauben wir zum Beispiel, dass es hier eine sehr niedrigschwellige, und wir formulieren auch aus, wie das aussehen soll, ein niedrigschwelliges Instrument zur Schadenslinderung geben soll. Ohne das jetzt als die generelle Lösung zu propagieren, ich glaube, diese Dinge müssen wir uns vermehrt überlegen. Wie können wir unsere Gesellschaft kollektiv zu einer besseren digitalen Gesellschaft machen und nicht nur, wie können wir individuelle Kontrolle stärken. Eine Botschaft, die man vielleicht mitnehmen kann, ist die Botschaft, dass wir bewusst mit unserer Sprache umgehen. Es gibt sehr viele Metaphern, die gerade auch mit digitalen Daten verbunden sind. Und diese Metaphern, die repräsentieren nicht nur die Welt, sondern die tun auch etwas. Also wir tun was, wenn wir sagen, dass Daten ein Tsunami sind, der uns sozusagen überrollt und wir sind machtlos. Wir hören sehr, sehr häufig heute, dass digitale Daten das neue Öl sind. Das sehen Sie hier auf einer Folie hinter mir. Das ist eine Titelseite des Economist, der das zeigt. Aber was tun wir, wenn wir sagen, Daten sind das neue Öl? Dann stellen wir Daten eigentlich als etwas dar, was sozusagen in der Erde ist und wer dieses Öl herausholt, fördert und dann raffiniert, also zur Konsumtion bereitstellt, der hat dann das moralische Recht und das Recht, den rechtlichen Anspruch auf das Eigentum an diesen Daten. So ist es aber mit unseren persönlichen Daten gerade nicht. Die kommen nicht von irgendwoher, die fallen nicht vom Himmel, sondern persönliche Daten wurden kuratiert durch Menschen, durch Krankenhäuser, durch Forschungsorganisationen, Forscherinnen und Forscher. Die kommen von uns, wenn es persönliche Daten sind. Wir haben oft was dazu beigetragen, diese Daten zu erheben oder erhebbar zu machen. Und natürlich die öffentlichen Infrastrukturen, die zum Teil auch die technischen Infrastrukturen zur Verfügung gestellt haben und die rechtlichen Infrastrukturen, um das zu ermöglichen. Also gehen wir bewusst auch mit den Worten um, werden wir uns gewahr, wie wir über diese Dinge auch sprechen. Und das, glaube ich, wäre schon ein wichtiger Schritt hin in Richtung einer politischen Ethik im Kontext digitaler Forschung. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen alles Gute.